für queere Rechte ein. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland prüfen derzeit die Möglichkeit eines Einreiseverbots für den Rechtsextremisten Martin Sellner. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Zuvor hatte die Sprecherin der Linken für Antifaschismus, Martina Renner, diese Frage im Bundestagsinnenausschuss aufgeworfen. Sellner hatte bei einem Treffen radikaler Rechter Ende November in Potsdam teilgenommen. Dort sprach der frühere Kopf der rechtsextremen, identitären Bewegung in Österreich nach eigenen Angaben über die sogenannte Remigration.